Natürlich können Sie in Ihre Szene auch 3D-Objekte von externen Anbietern integrieren. Es macht aber Sinn, sich vorher diese Objekte anzuschauen in Richtung Materialität, in Richtung Dimension und natürlich auch in Richtung Anzahl der Polygone. Und ich erzeuge jetzt eine neue Szene, New All, und gehe in meinen Bereich Import. Und ich habe zwei Dateien vorbereitet, und zwar hier auf meinem Desktop gibt es ein Auto E-Klasse Limousine als 3D-Studio-Datei, als 3D-Studio-File. Das ist aber keine .max-Datei, und eine zweite Datei, das ist eine .max-Datei, und wir gucken uns die Unterschiede an. Und zwar gehe ich jetzt hier auf Importieren. Und auf meinen Desktop, und ich sehe, ich kann die Datei .3ds, das könnte auch ein DXF sein oder ein DPG, importieren, und .max-Dateien kann ich mergen, das heißt nicht importieren, sondern ich gehe über die Merge-Funktion rein. Das schauen wir uns in einem nächsten Schritt rein an. Okay, ich gehe auf Import und sehe hier meine Autos aus unerklärlichen Gründen. Erste Erkenntnis: sind die sonderbar gedreht. Interessiert mich jetzt hier erstmal weniger. Was mich interessiert ist, was für Materialien benutzt diese Datei. Es könnte zum Beispiel eine Datei sein, die vorher in ein Objekt, was vorher in V-Ray genutzt worden ist. Und das hat möglicherweise Materialien, die inkompatibel sind zu meinem Programm hier. Und wir sehen, es gibt hier ein Material, das ist ein Standard Material. Auch das möchte ich gerne austauschen, direkt im Vorfeld, und zwar zu einem Argon Design Material. Ich lade das jetzt erstmal hier in meinen Material-Editor rein. Ich schaue mir an, ob es irgendwelche inkompatiblen Materialien gibt. Nein, tut es nicht. Ich habe das aktiviert und ich sehe keine inkompatiblen Materialien. Und ich kann jetzt hier über den Bereich Standard ein neues Material auswählen. Zum Beispiel das schließe ich wieder. Fehlermeldung spielt für mich jetzt keine große Rolle. Es könnte ein Argon Design Material sein oder auch ein Material hier aus der Autodesk Materialbibliothek. So, ich gehe jetzt und wähle ein Autodesk Argon Design Material aus und weiß jetzt, dass alle meine Objekte hier in der Szene dieses Material haben. Ich könnte theoretisch nochmal sagen, Assign Material to Selection. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und das nächste, was ich mache, ist, ich schaue mir meine Objekte an. Und ich sehe, das sind Einzelobjekte. Und gehe hier rein und entscheide beispielsweise, dass alle diese Objekte in eine Gruppe gehen sollen. Das kann ich natürlich hier über den Bereich Attach machen oder über den Bereich Attach by List. Und ich wähle jetzt einfach mal alle Objekte aus. Ob das für Sie Sinn macht, ist sei dahingestellt. Das ist einfach nur eine ganz beliebige Beispielszene, die ich hier gewählt habe. Der braucht jetzt ein bisschen länger, um die alle zu attachen. Okay. So, und jetzt schaue ich mir erstmal an, wie viele Polygone hier überhaupt in meiner Szene drin sind. Ich kann jetzt hier auf X-View gehen und sagen Show Statistics, und wir sehen, es gibt 2.086.000 Polygone. Das gleiche kann ich mir auch nochmal anschauen hier unter Properties Summary Info, und ich sehe die Anzahl der Vertex-Punkte und der Faces. Und das ist mir für mein Rendering zu hoch. Was ich machen kann, ich deaktiviere jetzt hier Attach. Ich kann einen Modifier auflegen, und zwar einen Modifier, um die Auflösung meines Modells in Form von Polygonen und Vertex-Pointen zu reduzieren, den Multi-Resolution-Modifier. So, mit dem Multi-Resolution-Modifier kann ich die Anzahl der Polygone reduzieren, und jetzt muss ich erstmal auf Generate gehen, um mein 3D-Objekt vorzubereiten. Alle Felder sind bisher deaktiviert in Form von Vertex Points, und es braucht ein bisschen, weil das Objekt ist jetzt durch die Anzahl der Polygone und Vertex Punkte schon größer.
Und wir warten hier jetzt erstmal ab. Hoffen, dass es nicht abstürzt, was auch passieren kann. Aber dann heißt das, dass ich noch weitere Optimierungen vornehmen kann, dass ich vielleicht dieses Multi-Resolution erst auf Einzelobjekte anwende. Und es ist auch gut, das nicht in der eigenen Szene zu machen, sondern das erstmal in einer externen Szene vorzubereiten. Gut, der Rechenprozess hat sehr, sehr lange gedauert, obwohl es ein schneller Rechner gewesen ist. Das heißt, aktuell sind es noch 2 Millionen Polygone und 1 Million Vertexpunkte. Sie können Pi mal Daumen sagen, dass Ihre 3D-Szene insgesamt mit allen Objekten nicht mehr als 1 Million Polygone haben sollte. Vielleicht sind es 2 Millionen Polygone, das ist die absolute Obergrenze. Ansonsten müssten Sie schon einen spezialisierteren Rechner haben und können das mit Ihren normalen Laptops nicht mehr machen. Das heißt, diese Objekte sind viel zu groß. Ich kann jetzt über Multi-Resolution hier das Ganze verändern, und zwar die Größe der Anzahl der Vertex-Punkte, indem ich hier entweder bei Vertex Count eine andere Größe eingebe oder hier bei der Prozentzahl. Ich gehe jetzt mal hier auf 10% und er rechnet mir jetzt. Und wir sehen, ich habe jetzt nicht mehr 2 Millionen Polygone, sondern nur noch 194 1000 Polygone. Und ich kann mir jetzt hier mein Modell anschauen und gucken, ab welchem Punkt kollabiert mein Modell, dass ich gar nichts mehr damit anfangen kann. Und Sie sehen hier, bei 1% ist natürlich nicht mehr viel zu wollen. Ich habe jetzt auch nur noch 10.000 Polygone. Sie sehen aber auch, wenn ich hier höher gehe, und zwar auf einen Wert von beispielsweise 30%, dass das 3D-Modell schon sehr gut ausschaut. Ich habe 590.000 Polygone, das ist immer noch sehr, sehr viel. Das heißt, das Modell muss wichtig sein in der Szene. Das kann kein kleines Auto sein, was auf dem Schreibtisch steht. Und auf dieser Basis können Sie entscheiden in Ihrer 3D-Szene, wie viel Bedeutung Sie diesem Modell geben wollen in Form von Gesamtanteil in Ihrer richtigen Raumszene. Und ich speichere das Ganze jetzt auf meinem Desktop als Auto-Import. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich das jetzt ganz fröhlich in meine Szene importieren und habe nicht mehr eine so große Anzahl an Polygonen. Wir importieren ein weiteres Modell, und zwar jetzt ein Modell, das bereits eine .max-Datei ist. Ich gehe jetzt auf meine Basisszene, und zwar meine Basisszene Übungsdatei Material. Und gehe in meiner Kamera Fenster rein. Meine Objekte, die im Raum sind, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir schauen mal ganz kurz an, welche das hier sind. Die blende ich über Hide Selection aus und erhöhe noch ein wenig die Belichtungskontrolle in meinem Viewport. So, jetzt gehe ich rein und importiere erstmal über Merge in dem Fall das Modell, was ich reduziert habe. Und zwar war das hier das Modell Auto Import. Hätte vielleicht noch einen besseren Dateinamen bekommen sollen, logischerweise. Und jetzt gehe ich auf OK und kann dieses Modell importieren. Und je nachdem, wo mein Koordinatensystem ist, sehe ich hier natürlich, dass das Modell in meiner Szene drin sitzt. Habe einen wesentlichen Fehler gemacht. Ich hätte mir sicherlich vorher noch mal die Dimensionen meines Modells anschauen sollen und dann hier das Ganze so skalieren, dass es auch in meine Szene gut reinpasst in der richtigen gewünschten Dimension. Das habe ich nicht gemacht. Das wäre ein Schritt, der noch wichtig gewesen ist, wäre. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Uns war vorher schon klar, dass das Bild nicht so brillant ausschauen wird, weil die Autos hochgestellt sind. Ich sehe hier aber dass ich mein Multi-Resolution eingestellt habe auf 10%. Das ist importiert worden.
Hier über das X-View kann ich mir über Show Statistics anzeigen lassen, wie viele Polygone in der Szene sind. Ich habe ein weiteres Modell vorbereitet. Das lade ich jetzt über Merge rein, und zwar hier das Modell Mercedes E-Klasse. Und wir sehen, hier gibt es sehr viele Objekte. Und ich gehe jetzt erstmal auf All und sage, ich möchte alle Objekte importieren. Sagt mir altes Dateiformat, klar. Auch hier wäre es gut gewesen, sich das Modell vorher anzuschauen. Und bei diesem Modell erzeuge ich entweder eine Gruppe oder ich erzeuge eine Auswahl und nenne das Ganze jetzt hier Auto, damit ich meine Objekte nicht verliere. Und ich gehe jetzt hier nochmal in meinen Top-View rein. Und sehe, auch das Modell ist natürlich viel zu groß. Es wäre gut gewesen, sich das Modell nochmal vorher anzuschauen. In einer Einzeldatei. Was ich aber auch sehe, dass dieses Modell, was ich hier ausgewählt habe, wesentlich weniger Polygone hatte. Das heißt, das ist schon optimiert gewesen in einer weiteren Szene, die ich vorher verwendet habe. Und ich kann mir das Ganze jetzt nochmal in meinem Frontview anschauen und sehe jetzt hier mein Modell, gehe in meine Auswahl rein, Auswahl Auto, und kann jetzt dieses Auto hier runterschieben, gehe in den Bereich Kamerafenster rein und jetzt auf Realistic und sehe, dass hier mein Auto in meiner Szene drin sitzt. Und wenn ich mir das jetzt näher anschaue und reinzoome, sehe ich, dass es eine gute Qualität hat. Und so eine gute Qualität, dass ich sogar in den Innenraum reinschauen kann und alle möglichen Details sehe. Das Steuerrad, den Steuerknüppel und so weiter und so fort. Und das sehe ich, obwohl dieses Modell nicht viele Polygone hat, vielleicht nur 150 Polygone. Das heißt, das Ganze ist schon sehr optimiert. Sie sollten bei allen Objekten, die Sie importieren, darauf achten, dass es nicht zu viele Polygone sind. Ganz schnell kann Ihnen das passieren, wenn Sie Bäume importieren, dass die zu polygonreich sind. Und ich wiederhole mich, sollten Sie Multi-Resolution einsetzen, die Skalierung sich vorher anschauen, die Units anschauen und schauen, dass die Materialien auch wirklich kompatibel sind, dass es Mantleray-Materialien sind, und dann kommen Sie auch zu einem guten Ergebnis. Abschließend sehen wir jetzt hier zwei Visualisierungen von dem Innenraum des Fahrzeugs. Das erste Bild ist mit den Materialien, die bisher auf dem Objekt gewesen sind. Das waren Standardmaterialien. Das Rendering hat relativ wenig Renderzeit in Anspruch genommen. Und wir sehen jetzt hier ein Rendering, wo ich einige Materialien ausgetauscht habe mit Arc und Design und Mantleray-Materialien. Wir sehen, dass es viel plastischer ist. Das Ganze, dass es viel mehr Tiefe hat. Ich habe allen ein UVW-Map zugefügt und deswegen ist auch der Fehler hier in der Mittelkonsole. Das war sicherlich keine so gute Idee. Nichtsdestotrotz ist es wesentlich plastischer geworden, hat aber auch durch diese ganzen Bereiche Ambient Occlusion auch eine wesentlich längere Renderzeit erfordert, nämlich in dem Fall 13 Minuten im Kontrast zu 2 Minuten, was der Preis für das realistischere ist, nämlich die Einstellungen Ambient Occlusion und alle weiteren Einstellungen, die in dem Material gewesen sind, das ich ausgewählt habe.